后道窗，一念慈悲。Dass Black Myth Wukong so hübsch ist, dass euch beim bloßen Anblick die Rübe platzen könnte, das wissen wir schon seit dem allerersten Trailer vor mehr als 3 Jahren. Ist also ein alter Hut. Ihn hier hat aber wohl niemand gewarnt. Aber gut, jetzt muss er sich auch um Hüte keine Sorgen mehr machen. In diesem Preview-Video soll es deshalb auch gar nicht so sehr um die Optik, sondern um das Gameplay des Unreal Engine 5 Spiels gehen. Inzwischen hat das chinesische Team von Game Science das Souls-like nämlich von ausgewählten Pressevertretern spielen lassen, und obwohl sie sich dabei allesamt zum Affen haben machen lassen, sind sie bisher sehr angetan. Ich bin Michi, bevorzuge meine Primaten dreiköpfig und zeige euch in diesem Video, wieso mit Black Myth Wukong 2024 ein echter Kracher fürs Souls-like-Genre am Baum hängt. Black Myth Wukong ist eine Adaption der inzwischen über 400 Jahre alten chinesischen Geschichte Die Reise nach Westen. Darin begibt sich der Affenkönig Sun Wukong gemeinsam mit dem Mönch Tang Zeng, dem Halbdämon Shao Jing und dem Schweinemenschen Zhu Baiyi auf eine 10 Jahre lange Reise bis vor das Antlitz Buddhas. Diese Geschichte wurde bis heute in unzähligen Werken adaptiert, zum Beispiel im Action-Adventure Enslaved Odyssey to the West, und auch die frühen Dragon Ball-Geschichten mit Son Goku sind stark vom chinesischen Klassiker inspiriert. Im Spiel steuert ihr zwar auch einen starken Affen, der heißt hier aber nur der Auserkorene. Ob er wirklich Sun Wukong selbst ist oder dem göttlichen Affenkönig nur nacheifert, bleibt erstmal offen. Und dann gäbe es auch noch eine dritte Erklärung, die ich aus Spoilergründen aber erstmal weglasse. Und auch Game Science hält sich noch bedeckt, was die Handlung angeht. Fest steht nur, dass ihr im Verlauf des mythologischen Abenteuers 81 Prüfungen bestehen müsst, wie auch immer diese aussehen werden. Auf den ersten Blick wirkt Wukong wie ein klassisches Souls-like. Ihr erkundet im Affenzahn größtenteils lineare Levels und stellt euch dabei verschiedenen Gegnern. Gekämpft wird mit Kombos aus leichten und schweren Angriffen. Optional schaltet ihr die Kamera dabei auf einzelne Gegner auf. Wie fürs Genre üblich verbrauchen fast alle Aktionen Ausdauer, hier in der gelben Leiste unten links zu sehen. Kriegt ihr dabei mal eine verpasst, nehmt ihr einen Schluck aus der Heilpulle. Nach und nach schaltet ihr so immer mehr Gebetsschreine in der Welt frei, die als Checkpoints dienen. Wenn ihr bei denen rastet, stehen alle erledigten Standardgegner im Gebiet wieder auf. Bekommt ihr dagegen einen zu viel, heißt's Klappe zu, Affe tot, und ihr müsst vom letzten Schrein erneut loslegen. Der große Unterschied zu Dark Souls und Co. ist aber das Waffenarsenal, denn der Auserkorene kann zwar verschiedene Kopf-, Brust-, Arm- und Beinrüstungen tragen, führt ansonsten aber nur einen Kampfstab. Es gibt also keine Schwerter oder Schilde, Angriffe könnt ihr auch nicht einfach dauerhaft blocken, sondern nur mit dem richtigen Timing parieren. Zudem fängt der Stab mit schneller Drehung auch abgeschossene Pfeile ab. Zum Ausgleich gibt's gleich 3 verschiedene Stabkampfstile, die allesamt ein eigenes Bewegungsrepertoire haben. Smash ist eindeutig für schnelle Offensive, Thrust für langsame, aufgeladene Angriffe mit großer Reichweite, und bei Pillar heißt es, wenn die Affen steigen, wird es schön defensiv. Dazu kommen eine Reihe von Besonderheiten. Wenn ihr im perfekten Moment ausweicht, erscheint anstelle eures Affen ein Schattendoppelgänger, der Gegner kurz verwirrt. Außerdem sammelt ihr mit perfekten Dodges und Paraden Energie, die ihr dann in einen besonders wuchtigen Schlag entladen könnt. Wukong ähnelt durch den Fokus auf nur eine Waffe und den richtigen Rhythmus am ehesten noch Sekiro, wirkt aber noch eine Spur flotter als From Software Samurai Action RPG. Dazu kommt außerdem ein riesiges Repertoire an Zauberfähigkeiten, denn auf die 4 Zauberslots sollt ihr im fertigen Spiel 72 Skills legen können. Zum Beispiel der Feuerring, der eurem Stab nicht nur Feuerschaden gibt, sondern auch Feinde zurückweichen lässt, damit ihr Zeit zum Heilen habt.
oder die Steingestalt, die jeglichen Schaden wegblockt und beim richtigen Timing Feinde sogar ins Wanken bringt. Oder ihr macht eure Gegner direkt kurzzeitig bewegungsunfähig. Und wenn das alles nichts hilft, ruft ihr einfach eine vierköpfige Brüllaffenbande, damit die euren Feinden ordentlich auf die Kokosnuss geben. Und das waren ja nur die Affenfähigkeiten, denn genau wie der Wukong im Roman kann sich auch eure Figur im Spiel in verschiedene andere Tiere verwandeln. So habt ihr über die linke Schultertaste Zugriff auf vier Verwandlungsslots. Schon jetzt zu sehen war etwa ein flink kämpfender Wolf mit Flammenlanze, eine Fledermaus, eine heimlich herumschwirrende Zikade oder so ein laufender Steinbrocken-Heini. Die haben dann auch nochmal eigene Movesets und Spezialangriffe. Und jede neue Gestalt hat eine eigene Lebensleiste. Zwar hält die Verwandlung nur etwa 20 Sekunden an, ihr könnt die Fähigkeit so aber taktisch in ansonsten aussichtslose Kämpfe einstreuen. Einige dieser Verwandlungen lernt ihr übrigens, wenn ihr die Wesen selbst besiegt habt. Zwar ist davon auszugehen, dass ihr euren Charakter, wie auch bei anderen Souls-like-Spielen, durch von Gegnern erbeutete Seelen oder was ähnliches auflevelt, noch hat Game Science den finalen Skillbaum und das Levelsystem aber nicht gezeigt. Der zuletzt für Presse spielbare Abschnitt aus Wukong enthält das Gebiet der Purple Cloud Mountains und insgesamt 5 Bosskämpfe. Darunter etwa der Kampf mit einem riesigen Tausendfüßler, oder ein Affenduell mit dem Makakenhäuptling in einem verschneiten Tempel. Hier lässt die Unreal Engine 5 bei den Schneeeffekten genauso die Muskeln spielen wie die glaubwürdigen Wellen beim Aufeinandertreffen mit der Tigervorhut. Die riesige Wildkatze bekämpft ihr nämlich mitten in einem blutroten Wasserbassin. Außerdem stellt sich der Affe noch dem schwarzen Drachen, der mit fiesen Blitzwaffen angreift. Der Trick hier ist, auf den Rhythmus der traditionellen Musik zu hören, denn die Angriffe sind damit synchronisiert. Außerdem gibt's abseits der Hauptwege auch immer mal wieder Interessantes am Wegesrand zu finden. Manchmal sind das versteckte, optionale Bossgegner wie dieser skorpionartige Giftkönig. Game Science hatte in früheren Videos schon andere Drachen und Vogelwesen gezeigt und will im fertigen Black Myth über 100 verschiedene Gegnertypen auffahren. Was natürlich bleibt, ist die Frage, hat Game Science das überhaupt im Kreuz? Immerhin hat das 2014 von ex-Tencent-Leuten gegründete chinesische Studio vor dem Megaprojekt Black Myth Wukong nur kleinere Spiele wie das Multiplayer-Strategiespiel Art of War Red Tides für PC und Mobile und das rundenbasierte Legend of 100 Heroes für Mobile entwickelt. Zudem steht das Team für eine Reihe sexuell anzüglicher Aussagen von Gründer Feng Zhi und sexistischen Stellenausschreibungspostern in der Kritik. Letztere stammen zwar noch aus der Anfangszeit des Teams, bis heute hat sich das Studio dazu aber weder geäußert noch entschuldigt. Ungeachtet dessen ist das bisherige Presseecho auf die erste spielbare Version von Black Myth Wukong sehr positiv. So loben Magazine wie IGN und GameSpot das fordernde Kampfsystem, die schicke Grafik und das fantasievolle Design von Spielwelt und Monstern. So spiele sich Wukong ohne echten Block und mit den flinken Kombos deutlich schneller als andere Genrevertreter und zwingt dadurch auch Souls-Koryphäen zum Umdenken. Obwohl der Auserkorene nur seinen Stab als Waffe benutzt, stecke durch die verschiedenen Stile und Zauberspruchkombinationen eine Menge Tiefgang im Spiel. Klingt also so, als sei Game Science mit Black Myth Wukong auf dem richtigen Weg. Jetzt muss ich nur zeigen, ob das Spiel die Klasse der etwa 45-minütigen Demo auf die volle Spielzeit von rund 15 Stunden für einen Durchgang halten kann. Im Sommer 2024 soll es übrigens endlich soweit sein, dann soll das Souls-like auf PC, PS5 und Xbox Series erscheinen. Was denkt ihr? Schaut ihr euch Black Myth Wukong an oder ist das für euch total Banane? Bis zum nächsten Mal, weiterspielen!